Da war Bruchstein, genau. Brauchen wir hier. Da ist auch noch Bruchstein. Brauchen wir hier eigentlich auch nicht mehr. Und da ist Sandstein. Wir brauchen hier noch. Ja, Sandstein. Ja, weiß ich nicht, aber belassen wir es mal dabei. Wenn wir Sandstein brauchen, holen wir einfach noch was. Okay, so, dann jetzt ab zum Bauernhaus im Kreisdorf. Und dann kann ich gleich mal was demonstrieren. Ja, im Moment gleich. Wenn es Nacht wird. Aber ich kann schon mal... Ach so, ja, Moment, ich muss ja noch Material holen. Ah, hier habe ich ein bisschen was. Ich habe nämlich beschlossen, dass das Dach aus Fichtenholz sein soll. Da müssen wir noch ein bisschen mehr haben. Ja, okay, also erstmal ins Lager und Fichtenholz holen. Da hinten in der Ecke, dies hier. Ja, so viel brauche ich da jetzt auch nicht. Aber ich brauche hier von diesen Platten was. Gut, und der ist falsch einsortiert. Macht nichts, kommt jetzt damit hin. So, dann also wieder zurück. Moment, ich kann ja hier mal den Teleporter benutzen. So, und dann wollte ich mich, da es jetzt ja schon Nacht ist, ins Bett legen und euch was demonstrieren. Und zwar habe ich ja gesagt, dass man wohl Schaden bekäme, wenn man sich hier reinlegt und dann am nächsten Morgen aufsteht. Und das habe ich abseits der Aufnahme mal probiert, weil ich eben hier zugange war wegen des Daches. Und siehe da, es hat keinen Schaden verursacht und das will ich jetzt gerne mal wiederholen, das Experiment. Also jetzt mal rein ins Bett und mal den Morgen abwarten. Ha, siehst du, geht, alles gut. Weil ich einfach neben dem Bett dann stehe. Aber ich weiß nicht warum, da ich habe ja mal in der Zollstation übernachtet. Das ist schon, keine Ahnung wie lange her. Ja, vielleicht so 2000 oder so, ungefähr. Oder? Moment, was für eine Folge ist denn das jetzt hier eigentlich? Keine Ahnung, sind wir schon bei 2100 noch was? Nee, ich weiß nicht. Naja, dann ist es vielleicht doch nicht ganz so lange her. Ja, auf jeden Fall schon ziemlich lange. Und da war das ja wohl so. Nee, ich muss ja raus, hier aufs Dach hier. So, also wir brauchen jetzt erstmal hier. Ich baue mir hier mal was hin. Besten noch eins höher. So, da muss jetzt... Auf diese Dinger müssen jetzt ganze Blöcke drauf. Auf die Holzstämme hier aber auch. Das ist so vorgesehen. Weil das sonst mal einen halben Block... nee, das wollte ich gar nicht... So. Weil das sonst mal einen halben Block nicht ausgeht. Nein. So. Und der Rest wird dann nämlich mit diesen... mit den Stufen gemacht. Ja, genau, da auch noch eins hin, genau. So, nee, nicht springen, sondern vorwärts gehen. So, genau. Ich komme immer noch ein bisschen durcheinander mit den Tasten manchmal. Aber ja, die Umstellung ist ja nun doch schon eine ganze Weile her. Also, und im Großen und Ganzen klappt das auch. Zumal ich die gleiche Übung ja auch habe, wenn ich PUBG spiele. Denn ich habe ja zugesehen, dass die Tasten alle möglichst gleich belegt sind. Also was Sprengen und so weiter anbelangt. Vor allem im Sprengen. So. Finde ich gut jetzt diese Tastenbelegung. Ah, da sind wir ja schon rum. Und das war hier war die Leiter sozusagen. Okay, das sind wir jetzt einmal schon rum. Sehr gut. Und dann müssen wir den Rest... Ah, dann brauchen wir die ja gar nicht mehr. Die hier, die können dann wieder weg. Habe ich doch viel zu viel mitgenommen. Naja, das macht aber nichts. Ja, wie machen wir das denn hier jetzt? Ich baue mir doch mal... Hier wieder so eine Treppe hin. Okay. Dann werde ich hier einfach zumauern. Das muss ich dann aber... Nee. Das muss ich ja hier machen. Irgendwie so. Und das kann weg. So, und hier... Komm, ich brauche eben den Anschluss hier. So, der kommt wieder weg. Aber das kann auch weg. Genau, und dann kann so ein flacher hin. Und dann kommt da einer hin. Und das wird hier außenrum gezogen. Bleibe ich einfach mal gleich hier.
Ja, genau, so, zack, zack, zwei hin. Da nur einer. So, da haben wir nämlich da unten diese Kante, dann diese Traufe, oder wie man das nennt. Etwas, was eben übersteht. Im Übrigen ist das hier auch ein bisschen einfacher, als mit den Treppen zu arbeiten. Weil die Treppen sich ja dann ausrichten, beziehungsweise richtig rum ausrichten sollen und sich verbinden sollen untereinander. Und dann muss man immer von links und rechts bauen und immer auf das Richtige achten. Und das fällt hier alles weg. Deswegen ist das Ganze ein bisschen einfacher hier. Aber nicht immer so einfach. Zum Beispiel hier. Da muss man auch herumbauen. So, aber hier geht es dann wieder so, ja genau, so weiter. Das ist immer bequem, das Ganze hier so zu machen. Moment, der muss dahin. Nein, einer zu viel. Und der wieder weg. Und jetzt erkenne ich daher dann, dass es doch verkehrt war. Nee, 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 nee. Meint so. Ich glaube aber nicht. So, das passt hier alles. Zack, zack. Zack, zack, so. Da sind wir gleich rum. Ach, das ist gut. Dann geht das mit dem Dach ja doch viel schneller als gedacht. Ja, sollten wir rechts sein? Hab nichts dagegen. Und das hier noch? Aber wir müssen ja oben noch das Dach selbst hier noch zumachen. Aber ja. Kriegen wir alles hin. So, da, nee, da nichts mehr. Das passt schon. Auch hier. Und da. Und dann müssen wir da noch schauen. So und so. Und dann machen wir da einfach was drauf und gut ist. So. Was hier nicht der Fall ist. Ja, das ist, ist mir jetzt egal. Dann könnte ich doch hier, ja doch genau, das schließe ich hier so an, obwohl das andererseits, ja gut, ich kann das ja immer noch ändern. Ah ne, Moment, Moment, ich muss ja dann hier nur eine Reihe machen. Ich will zwar ein Flachdach haben, aber nicht ganz so flach, das darf noch eine Schicht mehr sein. Nee, da war zu viel. Jetzt wird der unter natürlich auch wieder wegfallen. Ah, nee, ich muss schon die richtige hinsetzen. So, diese hier. Da stehe ich mir im Weg. Boah, das ist immer so versetzt hin. Und aber ja, ich mache das am besten so, diese Reihe, in dieser Reihenfolge, immer so Schicht für Schicht einmal rundum. Dann werde ich einfach schon sehen, was von alleine übrig bleibt. Und so ist es dann eben. Dann muss ich nämlich nicht planen und es ergibt sich alles von alleine. So, da. Der hier und schon sind wir rum um die Kurve hier. Ach, ein bisschen so. Da, da. Da, genau. Ja, da muss da auch einer hin, aber jetzt hier. Ja doch, ich komme da hin. Da stand ich mir im Weg, so, darum. Ja gut, weiter so, ne? Das passt ja alles. So, so. Ein bisschen langweilig ist das schon, ja, ich gebe es zu, aber... Oh, gut, was will ich machen? Das Dach muss immer auch fertig werden. Was war das denn jetzt? Achso, hier, da muss ich hin. Zack, zack, ja genau so. Dann sind wir ja hier mit diesem Kranz sozusagen auch fertig. Dann muss... Ja, ich fange mal einfach hier an, so. Dann kommt der wieder weg und dann muss da drunter einer hingesetzt werden. Das Material geht mir auch aus, aber... Nee, das geht leider nicht. Okay. Gut.
Dann baue ich da eben... Ah nee, komm, jetzt habe ich sowieso schon unterbrochen. Dann kann ich gleich eben nochmal so nach unten gehen und mir weiteres Material zusammenbauen. Also das muss eine Dreierbreite sein. Ob das wohl genügt? Ja, weiß ich nicht, aber ich kann ruhig ein paar mehr machen. So. Ja, wie komme ich jetzt wieder hoch? Na, das ist ja wieder die Sache. Beide zu, ja, beide zu. Da vorne. Ja, doch, da könnte ich noch. Und ich könnte auch was essen. So, ich baue mich einfach hier hoch und dann ist auch gut. Den Rest kann ich ja von unten wieder wegmachen. So, ich will aber da hinten jetzt weitermachen. Da habe ich ja auch angefangen. Ja, einfach hier. So, zack, zack. Aber noch eine Schicht höher müsste eigentlich nicht sein. Das könnte man tatsächlich jetzt so lassen. Oder ich schaue mir das mal von da aus an. So und so. Ja, da hier. Ja gut, ich mache das mal. Aber das wird sich wahrscheinlich von alleine ergeben. Ich muss einfach nur die diese Schicht einfach machen. Apropos Schicht machen. Ja, Schicht machen. Nämlich ins Bett gehen ist auch gleich wieder angesagt. ich brauche hier Platz. Kann ich hier von außen? Ja, doch, kann ich mal. Na, so, genau. Ah, da bin ich hier schon hinten. Ja, sehr gut. Ich mache mal eben den hier weg. So, dann stört mich der nicht. Und es wird dunkel und ich sehe gleich nichts mehr. Ja, die Schicht ist hier noch nicht zu Ende. Es geht hier noch weiter. Ja, aber ich muss mich jetzt erstmal hinlegen. Moment. Kann ich ein Bett auf... Das ist da... kann ich ein Bett auf Glas stellen? Nö, kann ich nicht. Okay, dann stelle ich es dahin. Und schlafe mal hier. Also wir kriegen das Dach jetzt gleich fertig. Und damit hätte ich auch nicht gerechnet, aber okay, gut. Ah, das sieht ein bisschen doof aus hier. Stimmt. Ja, ist aber egal. Lass ich so. Sind wir... Tatsächlich, ja, ja, wir waren hier stehen geblieben. Dann mache ich eben jetzt hier weiter. So, zack, 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 zack. Ja, da kann ich den Rest hier auch zumachen, wie, weil sich das da sowieso hier ergibt. Da muss ich ja da dran bauen und so machen, genau. Dann bleibt vereinzelt was offen. Erst nochmal, was dann die dritte Schicht wäre. Hier so. Da könnte man jetzt noch was drauf machen, aber das ist ja klar. Das machen wir einfach so zu. Oder wir lassen da gleich ein paar davon offen, damit wir nämlich hier... Da machen wir den zu. Ach nein. Aber egal, kann ich ja von unten auch machen. Dass wir hier von oben nämlich ein bisschen Licht reinkriegen. So, den zu. Dann lasse ich den hier auf. Den zu. Ja, dann müssen wir die beiden zumachen. So, dann kommt von oben auch ein bisschen Licht rein. Da setzen wir gleich noch Klappen hin. So, sieht das denn jetzt auch so aus, wie ich mir das vorgestellt habe? Ja, genau doch. Das sieht so aus. Diese Säulen da sollen ja für Luft und Licht sorgen. Dafür sind die da. Ja, sehr gut. Genau so. So habe ich mir das vorgestellt. Jetzt ist es fertig. Bis auf die Klappen. Die will ich jetzt auch gleich noch machen. Mal schauen, ob ich die jetzt von unten setzen kann. Wie macht man die nochmal? Ich glaube, so, oder? Nee, das war eine Werkbank, richtig. Ja, genau, so. Ich denke mal, dass vier genügen.
Möglicherweise täusche ich mich da. Das wären die vier. Und da vorne ist aber noch eins, zwei, drei. Okay, ich brauche noch drei. Praktischerweise haben wir hier eine Werkbank. So, jetzt können wir natürlich vier, aber das macht nichts. Bleibt eben eine übrig. So, zack, da rein und dahin. So, dann hätten wir hier den Heuboden auch fertig. Muss natürlich noch Heu rein. Kann man noch die ein oder andere Kiste hinstellen, die ein oder andere Werkbank. Hier haben wir eine Steinwand hinten. Ja, doch, das ist alles gut so. Ansonsten muss hier nicht viel gemacht werden. Allerdings ist das auch irgendwie doof, weil... Nee, wir brauchen hier eine große Lücke. Das Heu muss ja auch irgendwie hochkommen. Die müssen wir... Ja, wo machen wir die? Am besten gleich hier beim Eingang. Das wäre ja sinnvoll, oder?